Hallo meine Süßen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich heute ein paar Sachen erzählen, also so vlogmäßig. Ich fahre nämlich ab Freitag in den Urlaub und zwar zu meinem Papa in die Schweiz für eine Woche. Und da wollte ich euch einfach sagen, dass die nächsten Tage so Videos, also dass ich da Videos hochlade. Ihr könnt da aber nicht draufklicken, weil die privat sind. Das ist absichtlich so gemacht, denn ich habe jetzt schon ein paar Videos vorgedreht, sie schon fertig geschnitten und werde sie jetzt die nächsten Tage hochladen, aber noch auf privat stellen, dass wenn ich bei meinem Papa bin, dann immer einfach nur auf Veröffentlichen drücken muss und dann ihr eben, trotz dass ich im Urlaub bin, Videos von mir angucken könnt. Genau, nicht, dass ihr euch da irgendwie wundert, dass ihr nicht auf die Videos nicht angucken könnt. Ihr seht aber, dass ich einige Videos hochgeladen habe. Dann habe ich ja diesen Nail-Donnerstag eingeführt. Der wird auf jeden Fall am Donnerstag wird da schon das erste Video kommen. Und zwar das hier. Ja, das wird dann kommen. Das sind die Hello Foils von Essence. Ja, mehr dazu, wie gesagt, am Donnerstag. Und jetzt wird jeden Donnerstag ein Nail-Design hochgeladen von mir. Ich kann euch ja mal eine Preview geben, was da noch kommen wird. Da wird zum Beispiel sowas hier kommen. Das sind so Farbkleckse. Genau, die werden auf jeden Fall kommen, wie man die macht. Dann, was ich auch mega, mega hübsch finde, ist dieses Leo-Print. Das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Und ja, noch ganz, ganz viele mehr. Dann noch eine Sache. Ich habe ja vor ein paar Wochen dieses Ich-Verkaufe-Video gedreht. Das heißt, ich habe in meiner Schminksammlung so ein bisschen aussortiert und habe dann einfach mich entschieden, das über YouTube dann zu verkaufen. Hat auch super funktioniert. Ich habe einige Sachen verkauft und hoffe, diejenigen, die die Sachen jetzt bekommen haben, freuen sich darüber. Wie gesagt, bei mir stammt es nur rum. Ja, dann ist eben was passiert, dass eine, die MAC Face and Body haben wollte. Ich habe ja gesagt, der, wo als erstes kommt, der malt zuerst. Und sie hat dann gesagt, sie überweist das Geld und es ist bis heute noch nicht drauf. Aber andere Leute wollten die auch noch haben. Deswegen wollte ich euch nur sagen, dass ich die noch verkaufe. Dass ich sie, wie gesagt, noch habe. Und ja, also wenn ihr sie haben wollt, schreibt mir einfach über Facebook oder YouTube eine Nachricht. Mein Facebook-Name ist unten in der Infobox. Und dann schreibt mir einfach, ob ihr sie haben wollt. Wie gesagt, 25 Euro mit Versand. Ich habe sie nicht oft verwendet, 2-3 Mal. Und deswegen ist das Ding noch fast voll. Und wie gesagt, der Originalpreis liegt über 30 Euro, also könnt ihr da auf jeden Fall sparen, also wenn ihr das immer mal haben wolltet. Dann ist noch von L'Oreal dieses Nude Magic, diese Blur Cream, dieser Primer, den hätte ich noch, also wenn ihr den haben wollt, für ungefähr 10 Euro oder so, weil ich habe es einmal verwendet. Genau, 25 ml sind da drin, Originalpreis liegt, glaube ich, auch über 13 Euro, wie gesagt, 10 Euro mit Versand. Dann hätte ich noch meine Rouge Pur Couture, also dieser Yves Saint Laurent, dieser Lipstain in der Farbe 15, den hätte ich auch noch, also falls ihr den haben wollt, ja, muss man mal gucken, was man mit dem Preis macht. Ich habe es, wie gesagt, ein paar Mal verwendet, also so 20 Euro will ich dafür schon noch haben, 25 Euro. So um den Dreh, weil wie gesagt, ich habe es nicht häufig verwendet und es hat über 30 Euro gekostet. Und wie gesagt, das ist ja alles mit Versand berechnet. Den Versand muss ich ja auch dann noch dazu berechnen, also bezahlen. Ne? Deswegen, falls ihr den Lipstain haben wollt, schreibt auf jeden Fall mich über YouTube oder Facebook an. Und dann hätte ich noch die Bobbi Brown Extra Repair Foundation. Da ist auch noch fast alles drin, also wie ihr sehen könnt. Also das ist auch nur ein paar Mal verwendet worden. Falls ihr also die immer mal haben wollt, kostet glaube ich auch 35 Euro im Originalpreis. Also da will ich für auch noch so 25 Euro. Also schreibt mich einfach an, falls ihr da Interesse habt. Und dann war es jetzt eigentlich so mit den ganzen Infos. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!